Hallo, ich bin Judy und heute zeige ich euch... Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Judy, falls ihr mich noch nicht kennt. Und wie ihr seht, sitze ich heute in einer anderen Umgebung als sonst. Und zwar bin ich zu Gast beim lieben Daniel. Hallo. Daniel hat auch einen YouTube-Kanal, Velvet Pop. Den verlinke ich euch mal oben auf dem i und auch unten in der Infobox. Da könnt ihr da vorbeischauen. Wir haben auch für seinen Kanal schon ein Video gedreht. Und für meinen Kanal wird es jetzt eine kleine Challenge geben. Im Grunde ist es ganz einfach. Ich habe mir einen meiner Looks rausgesucht, hier auch schon Produkte hingelegt, die zu dem Look dazugehören, auch ein paar extra, damit es nicht zu einfach wird. Wir werden hier gleich eine Trennwand hinstellen und dann musst du mich Sachen fragen, was du machen sollst. Mhm. Und ich gebe Antworten. Also ich kenne den Make-up-Look nicht, den Daniel sich ausgesucht hat, und wir werden am Ende natürlich dann vergleichen, wie das, was ich geschminkt habe, zu dem passt, was Daniel sich als Vorbild sozusagen genommen hat. Ich würde sagen, lass uns die Wand rausholen und dann loslegen. Los geht's. Ja, die hochprofessionelle Konstruktion. Oh Gott, jetzt. Sieht doch gut aus. Ja, als ob wir in verschiedenen Räumen sitzen. Noch ein bisschen zu mir schieben? Ja, und vor allem, ja. Ja, ja. Okay, Daniel, hast du dir das Bild rausgesucht? Hold on. Du weißt sicherlich aus dem Kopf schon, oder immer noch, hoffentlich, ja, ob der Look sehr dramatisch ist oder ob er sehr natürlich ist. Wie würdest du das auf einer Skala von 0 natürlich bis 10 dramatisch einschätzen? Ja, wenn 10 Drag Queen ist, also full Make-up, full Hair, dann ist es eine 7, würde ich sagen. Okay. Wie viele Farben sind denn so die Hauptfarben, die man im Look sehen kann? Also wie viele unterschiedliche Lidschattenfarben sind in diesem Look enthalten? 2. Okay. Was ist denn das eigentlich für ein Typ Make-up-Look? Ist das ein Halo-Eye? Ist das eine Cut-Crease? Ist das einfach nur ein Smoky-Eye? Ist das... wie sieht das aus? Smoky-Eye-esque. Aber es hat auch so ein Halo-Eye. Doch, das ist Quatsch gewesen, was ich eben gesagt habe. Das ist auch ein bisschen Halo-Eye. Wir haben ja schon festgestellt, es sind 2 Farben auf dem Augenlid, ne? Ja. Also welche Farben sind denn die 2 Farben? Blau, ja, und Braun. Was für ein Blau? Ist das so ein Royalblau, so ein dunkles, edles Blau, oder ist das mehr so ein Türkisblau? Du möchtest ganz schön viel wissen. Ja, ich möchte ja auch eine Chance haben. Es ist eher ein, so ein Swimmingpool-Blau. So, Aqua, genau. Sowas. Guck mal, was du mir in Lidschattenpaletten zurechtgelegt hast. Ich habe so eine Vermutung, was du benutzt haben könntest. Also ich habe hier die Niki Tutorials Palette liegen. Mhm. Und da ist ein Ton drin, der heißt Mama Tutorials. Das ist halt so ein richtiges Swimmingpool-Blau. Ist denn das wirklich Lid schimmernd? Ja, ja. Ja, dann ist das garantiert dieser Ton. Okay, das heißt, ich würde dann, glaube ich, die P. Louise Base mal benutzen, damit das auch wirklich hält. Das ist richtig schlimm, dass ich das nicht sehen darf. Ich möchte ja gerne mit der Lidfalte anfangen. Ja. Ja. Welche Farbe haben wir denn in der Lidfalte? Wir haben Braun, haben wir gesagt. Mhm. Ist das ein warmes Braun oder ist das ein kühles Braun? Ich würde sagen, kühles Braun. Wie du meinst. Ich setze erstmal. Ja. Wer weiß, vielleicht kriege ich das ja sogar mit anderen Lidschatten hin. Ich fange mal an. Also ich habe hier noch die Revolution Palette. Ich kann es nicht genau sehen. Reloaded Basic Mattes. Reloaded, ja. Basic Mattes, genau. Und ich gebe den Braunton jetzt einfach mal über die gesamte Lidfalte. Und ich werde das wahrscheinlich dann echt noch abdunkeln. Ich muss mal gucken, ob ich dann die... Also kennst du ein paar meiner Videos, ne? Ja, also Daniels Looks sind eher dramatisch, würde ich mal behaupten. Und bunt und auffällig. Und wenn ich jetzt hier mit Basic-Farbe rangehe und man sieht es kaum, dann wird das garantiert nicht zu dem passen, was Daniel normalerweise schminkt. Auch bei der Skala zur Drag Queen, ne? Ja. Wie sieht denn das aus eigentlich mit dem unteren Wimpernkranz? Habe ich da auch irgendwie von dem Türkis was, oder ist auf dem unteren Wimpernkranz auch braun? Beides. Beides. Mhm. Hast du es da so gemacht, dass du die äußeren, also innen und außen braun und in der Mitte dann so ein bisschen türkis gemacht hast? Vielleicht. Also wie du es gesagt hast, innen. Innen türkis auch, pool türkis, ja. Mhm. Okay. Es ist wesentlich mehr Halo Eye als Smoky Eye, wenn du da noch mehr Richtung brauchst. Mhm. Okay, wenn ich jetzt mal erkläre, wie mein bewegliches Augenlid aussieht auf deinem Bild, mhm, von innen nach außen, ist es dann braun, mattes Blau, schimmerndes Blau, mattes Blau, braun? Mhm. Ja? Okay. Und alles wunderschön ineinander verblendet. Oh je. Verblenden sie ohne einen Übergang blau und braun.
Wie ist denn das eigentlich zur Lidfalte hin? Ist es da eine harte Kante oder ist das Blau auch dort weich ausgeblendet in die Lidfalte rein? Also zur Lidfalte hin ist es ein bisschen härter. Das Ding ist, ich habe absichtlich nicht Daniels Videos nochmal alle angeguckt. Oder wie bitte? Thumbnails. Ich habe mir die neuesten nochmal angeguckt. Aber ich wollte ja schon mich so ein bisschen überraschen lassen und nicht wissen, was auf mich zukommen könnte. Ich glaube, ich ahne schon, welche Lidschattenblätter du relativ stark eingesetzt hast. Und ob das die richtige war. So, ich gehe jetzt mit dem Ton 5 AM, also ein bisschen in- und außen auf bewegliche Lid. Um auch dort so ein bisschen braun zu machen. Und gleich werde ich dann mit einem Concealer mal so ein bisschen freiräumen. Für das Blau. Oh, das sind also die Palette. Soll ich das nicht machen? Anastasia Beverly Hills Contour. Anastasia Beverly Hills Contour Palette. Contouring Kit. Ja, damit ziehe ich mir jetzt mal eine, ja, ein Halo Eye. So, ich mache mir erstmal einen Streifen hier mitten aufs Auge. Und dann soll sich das abstempeln, stempelt sich nicht ab. Das ist ja der Wahnsinn. Das Zeug hält ja richtig. Also da, wo es hin soll. Deswegen bin ich auch ein Fan. Wow. Aber der ist gut, der ist cremig, der ist. Der ist schön. Einfach die perfekte. Perfekte Konsistenz. Mhm. Als du meintest, ich mache ein Video, dachte ich nicht, dass ich eine weiße Wand angucken muss den ganzen Abend. Bis jetzt sieht es ja noch sehr natürlich aus. Ich gehe jetzt mal rein in die Farbe Plot Twist. Du weißt ja, Niki mag ich sehr, sehr, sehr gerne, ne? Ich weiß, aber du hast auch einen. Ich bin der Meinung, du hast einen Look geschminkt, bei der du nur eine Akzentfarbe aus der Palette benutzt hast. Und ich bin mir halt echt nicht sicher, ob das dieser ist. So, ich glaube, ich packe jetzt da auch erstmal nur drauf und dann verblende ich. Daniel, habe ich eigentlich einen Eyeliner zu schminken? Das schöne Thema Eyeliner bleibt dir bei diesem Video nicht erspart. Erspart. Oh, okay. Make it shimmer. Yes. I do my best. Ich bin übrigens mal gespannt, was die Zuschauer denken, wie ich mich schlage. Level up. Level up. An diesem Punkt, wenn ihr bis zu diesem Punkt geguckt habt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass das, was ich gerade mache, richtig ist oder ob ich irgendwas komplett falsch mache. Wie findest du es denn selber jetzt schon? Also findest du das selber schon gut? Also ich mag die Farbkombination auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich das zu meinen Augen mag. Aber an sich finde ich es hübsch. Du hast ja gesagt, dass ich im unteren Wimpernkranz auch blau habe. Also Schimmerblau. Ja, Schimmerblau, genau. Okay, also ich habe hier noch ein türkisfarbenes Kajal. Wie sieht denn eigentlich die untere Wasserlinie aus? Habe ich da eine Farbe drauf? Nein. Okay, die ist leer. Okay. Gehen wir damit einen unteren Wimpernkranz in die Mitte. Ich nehme an, Wimpern sind getuscht. Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich sind auch Fake-Lashes am Start. Du hast mir hier nur Einzelwimpern hingelegt. Ja, vielleicht habe ich ja nur Einzelwimpern benutzt. Das ist irgendein Grund. Das hört sich eher untypisch, finde ich, an, aber vielleicht. Sind die Wimpern in der Mitte länger als außen? Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also, außen heißt für dich immer äußere, also nicht innere Augenwinkel, äußere Augenwinkel und... Okay, machen wir es einfacher. Wie sehen die Wimpern aus, Daniel? In der Mitte ein Büschel, wie du so schön sagst, und außen ein Büschel. Das lag aber auch so ein bisschen daran, dass die Person, die ich geschminkt habe, da waren die Wimpern fast genauso lange wie die... Es war eher eine Wimpernverdichtung. Okay. Ich wollte, dass die Mitte und die Seite so ein bisschen stärker betont sind. Also ich habe hier zwei Wimpern. Du hast gesagt, das ist kein Eyeliner, richtig? Okay. Ich habe hier von mir selber noch Wimpern mitgenommen. Die haben ein transparentes Band. Das heißt, ich laufe damit jetzt auch nicht Gefahr, dass ich aus Versehen da ein Band hinzaubere, wo eigentlich... Oder dass ich einen Eyeliner da hinzaubere, wo kein Eyeliner war. Aber ich glaube schon, dass dieser Look mehr Wimpern verträgt, als das, was ich jetzt gerade an mir sehe. Deswegen nehme ich jetzt einfach die mit dem transparenten Band, auch wenn du einzelne Büschel genommen hast. Daniel, wie sieht denn das eigentlich aus mit dem Blush? Was haben wir denn da für Farben am Start? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß nur, ich habe einen, also ich mag ja so peachigere Töne und deswegen kommt da auch ein peachiger
wärmerer Farbton vor. Ja. Und ich glaube, wenn man das so zuerst hört, würde man vielleicht nicht sofort denken, dass das zu den Lippen passt, die später kommen. Was kommen denn für Lippen später? Rot. Knallrot? Knallrot. Alles Kirschrot. Klar. Okay, jetzt weiß ich auch, warum du meinst, dass dieser Look ein bisschen nach Drag aussieht wahrscheinlich. Also 10 ist Drag, 7 ist für mich nicht Drag. Dann. Ja, na gut, aber es geht in die Richtung. So, wir haben hier das Anastasia Blush Trio in der Farbe Peachy Love. Und die letzten Male, wie du das benutzt hast, wo ich das gesehen habe in deinen Videos, hast du immer Ginger und Miami, also die beiden, die mittlere und die rechte Farbe miteinander gemischt. Mhm. Ich werde das jetzt auch machen. Ich habe keine Ahnung, ob du das in dem Video auch gemacht hast, aber du hast das oft gemacht. Mhm. Ja, ich habe es in dem Fall würde ich so klassisch, irgendwie vielleicht so ein bisschen 80s auch, also auf dem Wangenknochen direkt drauf und so zum Wangen, unter dem Wangenknochen so ein bisschen hin verblenden, also nicht zu viel. Relativ klassisch und so ein Stupser noch auf den Nasenrücken. Ich glaube, meine natürliche Röte der Wangen kommt ein bisschen durch, weil die Foundation gut. Nicht so deckend ist, aber gut. Also Highlighter hast du mich auch noch nicht gefragt. Ja, das ist jetzt dran. Was hättest du denn gerne für eine, also was ist denn das für eine Highlighterfarbe? Kühles Pink. Kühles Pink schreit für mich nach dem Skin Kiss Prismatic Kiss von Revolution. Dass du das jetzt leichter mit Lippen kommt. Ich breche mir immer die Zunge, wenn ich das so sagen. Ich nehme an, der Highlighter sitzt auf den höchsten Stellen des Wangenknochens. Exakt. Noch woanders? Auf den Lippen. Ja, das kommt später nochmal zum Einsatz. Das Produkt aber ein bisschen anders. Auf den Lippen? Ja. Hast du das nicht als Lippenherz, sondern... Ich glaube, dann weißt du, welchen Look du gerade schminkst, wenn du das... Hast du das auf die Lippen draufgetupft? Ja. In der Mitte, auf der unteren... Ja. Okay. Dann weißt du, glaube ich, welchen Look du gerade nach... Nee, ich glaube, ich weiß es immer noch nicht. Ich hänge ein bisschen immer noch. Knallrot. Du hast hier eigentlich nur ein rotes Produkt hingelegt, das knallrot ist. Das ist ein Velvet Matte Lip Pencil von... Man kann es nicht mehr sehen. Ich vermute Catrice. Habe ich dir das falsch... Ist da nicht noch ein Lippenstift? Der ist nicht knallrot. Zeig mal kurz. Der ist weinrot, finde ich. Oh, falsches Produkt. Gib mir eine Sekunde. A few moments later. Oh, ein Lippenstift. Ja, okay. Der macht mehr Sinn, ne? Der ist knallrot. Einverstanden. Ich würde das nie so kombinieren. Eigentlich. Wie bitte? Das ist ja der Fokus dann auf beidem. Ich bin nicht so, weiß ich nicht, nicht so experimentierfreudig, das zu kombinieren. Also, als ich den Look geschminkt habe, habe ich auch mir lange überlegt, ob ich neutralen Lippenstift nehmen soll. Aber ich dachte, geh all in irgendwie. Ich habe mir das überlegt, ob ich so einen soften, nudigen Lippenstift benutzen sollte, aber ich wollte over the top. Ich glaube, jetzt muss ich aufhören, sonst wird es schlimmer. Schlimmer. Schön. Das Prinzip des Verschlimmbesserns ist dir doch bekannt, oder? Ach, ja. Eyeliner, sage ich nur. Unterlippe, Highlighter. Ist das zentriert auf der Unterlippe oder ist das komplett verteilt? Hast du jetzt schon Gloss aufgetragen oder bist du jetzt... Ich dachte, ich schmeiß jetzt den Highlighter drauf. Also. Und dann Gloss, ne? Und dann Gloss. Genau. Genau, das ist richtig. Weil Highlighter macht sie ja quasi matt und trocken. Genau, deswegen. Dann würde ich auch mal glatt den Gloss hier von Florence by Mills nehmen. In weiß der Farbe immer, Modern Mills, ja. Du hast es jetzt ja so gemacht, wie es dir gefallen würde, auch so ein bisschen, ne? Also wie du das, oder... Es ist eine Mischung aus dem, wie es mir gefallen würde und wie ich glaube, dass du es geschminkt hast. Mhm. Ich denke, der Look ist fertig, so. The time has come. Oh Gott, warte, gib mir eine Sekunde. Warte. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1. Das ist relativ nah. Okay. Also ich bin noch ein bisschen dunkler, aber die Lippen hast du fast 1:1 so gemacht. Und die Augen, mach mal die Augen zu. Doch, das geht. Also ich bin mit dem Braun viel, viel, viel dunkler geworden. Das habe ich mir gedacht. Und es ist echt so umrandet. Aber ich finde, es sieht richtig schön aus. Also schön. Ich finde, es sieht schön aus. Hast du gut gemacht. Gut. Hast aber auch die Wimpern richtig gut aufgeklebt. Zeig mir das Original bitte. Also, aber es geht richtig in die Richtung. Jetzt bin ich gespannt. Ich blende es euch hier irgendwo mal ein. Oh, okay.
Es ist nicht Halo und es ist nicht Smoky, ne? Es ist halt beides so ein bisschen. Weil du siehst hier, es ist voll Halo, wenn du die Augen zumachst. Aber es wird halt auch ein bisschen Smoky nach oben hin. Weil ja. Ich glaube, die Information, dass da hinten eine harte Kante ist, hat mir ein bisschen gefehlt. Ja, aber das hätte ich jetzt schlecht sagen können, nachdem, als du mich gefragt hast, irgendwas ganz Gravierendes. Aber ich habe doch noch Eyeliner gefragt. Das hätte man vielleicht so ein bisschen nach Eyeliner. So finden Eyeliner nicht, aber es ist eine harte Kante mit Lidschatten. Ach, egal. Was sagt ihr? Wie gut ist es getroffen? Hättet ihr es anhand der Erklärung gedacht, wie der Look eigentlich aussieht? Schreibt mir mal, wie euch dieses Video gefallen hat, in die Kommentare. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hier unten kommt ihr zu meinem Kanal, falls ihr den abonnieren möchtet. Außerdem verlinke ich euch hier oben noch das Video, wo ich für Daniel Model spielen durfte, was auf seinem Kanal erschienen ist. Schaut da unbedingt mal vorbei und lasst ganz viele Daumen nach oben da. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.